Gibt es Dinge, die schneller als das Licht sind? Was ist mit Gedanken und Tachyonen? Und ist der Raum nicht auch schneller als das Licht? Auf diese Fragen, die ihr uns zu unserem Video »Warum nicht schneller als Licht ist«, gehen wir heute ein. Ich bin Christoph, das ist Ronny. Willkommen beim Comcheck. Ja, du hast noch eine Danksagung gleich am Anfang, glaube ich, ne? Ja, mir ist aufgefallen, dass ein paar Leute schön Fragen beantwortet haben, und das habe ich hier auch aufgeschrieben, nämlich S. Panke und M. haben ganz viele Kommentare beantwortet und uns auch eine Menge Arbeit so erspart. Dankeschön. Dankeschön an S. Panke und M. Ja, wir hatten in der Folge des Videos eine kurze Konversation mit dem Dr. Gassner von Urknall, Welt und das Leben. Hervorragender Kanal, wer den noch nicht kennt, bitte unbedingt abonnieren. Link kriegen wir in die Beschreibung? Na, selbstverständlich. Das ist nett, dankeschön. Ja, der Dr. Gassner meinte dann, Mensch, ihr habt da jetzt so ein Diagramm gezeigt mit Zeit und Raum, aber an sich müsste man auch hier korrekt das Minkowski-Diagramm zeigen. Das haben wir an der Stelle bewusst nicht gemacht, aber grundsätzlich vollkommen richtig. Deswegen habe ich jetzt mal eins mitgebracht. Wir weisen ja an vielen Stellen im Video auf Minkowski und diese schlauen Diagramme hin. Und da sehen wir dann eben auch, ja, es gibt da eben CT. Wir hatten in unserem Diagramm nur T stehen. Hier ist es CT, das ist dann das Minkowski-Diagramm. Und wir haben hier X für die Raumdimension. Und in so einem Diagramm, das hatten wir in einem anderen Video, nämlich wie schnell ist Zeit? Ja. Hast du die Geschwindigkeit von Zeit erläutert, warum das hier CT heißt. Da wird die Lichtgeschwindigkeit mit der Zeit multipliziert, um auf diese Weise auf 300.000 Kilometer zu kommen, statt Kilometer pro Sekunde. Und auf diese Weise kann ich dann Raum und Zeit vergleichbar machen. Ne? Immer wenn ich einen Abstand habe, dann habe ich 300.000 Kilometer. Und so bewegt sich quasi das Licht in einer Sekunde 300.000 Kilometer. Und deswegen, und das ist jetzt der Knackpunkt, ist tatsächlich auch die Lichtgeschwindigkeit immer eine winkelhalbierende, immer diese 45 Grad Diagonale. Denn in einer Sekunde bewegt sich das Licht genau 300.000 Kilometer und deswegen haben wir immer 45 Grad. Und das gilt bei jedem Wechsel des Bezugssystems. Also sobald ich ein anderes Bezugssystem wechsle, da ändert sich zwar alles andere, aber diese Lichtgeschwindigkeit, die ist weiter diese 45 Grad Linie. Und das gilt, egal welchen Wechsel wir durchführen, auch wenn wir zum Beispiel in das Bezugssystem eines Photons wechseln, dann hätten wir auch hier die Lichtgeschwindigkeit weiter mit dieser 45 Grad Diagonalen, aber aufgrund der Lichtgeschwindigkeit des Photons würde der mitbewegte Beobachter den Raum in Bewegungsrichtung als komplett kontrahiert wahrnehmen, es gäbe einfach keinen Raum mehr. So, dann ich hoffe, das hat es jetzt so ein bisschen geklärt, weil das war ein ganz wichtiger Input. Danke an den Josef Gassner an der Stelle. Und wir freuen uns, wenn ihr mal da reinschaut in Urknall, Welter und das Leben. Ja, bei Dr. Gassner fällt mir natürlich auch die zweithäufigste Frage ein, die wir hier bekommen haben. Ist denn nicht Quantenverschränkung schneller als das Licht? Das könnten wir jetzt ausführlich machen, machen wir aber nicht, denn wir haben ein sehr, sehr langes Video mit Dr. Gassner zusammen gemacht zur Frage, erlaubt Quantenverschränkung irgendeine Form von Kommunikation jenseits der Lichtgeschwindigkeit? Die Antwort ist nein, aber wenn ihr das in 30 Minuten haben wollt, die Antwort, dann bitte unbedingt in das Video reinschauen. Von den 22 Minuten Dr. Gassner redet. Nicht ganz, aber so ziemlich. Ja. Genau. Zu Recht. Zu Recht, genau. Dann kam noch eine Frage, ganz oft stellvertretend, sage ich mal, Louis Sand genannt hat, die Frage gestellt hat, ist nicht der Raum schneller als das Licht? Nein, weil der Raum sich nicht bewegt. Damit geht man immer auf diese Raumausdehnung ein und der Raum dehnt sich aus und auf diese Weise werden plötzlich Distanzen erzeugt zwischen Galaxien bei ausreichender Distanz und diese Distanzen scheinen sich mit mehr als Lichtgeschwindigkeit zu vergrößern, aber hier findet keine Bewegung statt. Ja, also im lokalen Bereich um diese Galaxie gibt es diese Bewegung gar nicht, bei uns genauso wenig. Es existiert aber immer mehr Raum zwischen diesen beiden Galaxien und das ist keine Bewegung, mit der Information übertragen wird. Und deswegen wird hier die Lichtgeschwindigkeit nicht verletzt. Captain Schaschlik, schöner Name, fragt, wir wissen ja nicht, was die technologischen Grenzen sind. Kann es da nicht auch etwas Schnelleres als die Lichtgeschwindigkeit geben? Das hatten wir versucht in diesem Video zu sagen, dass das eben nicht so ist, dass wir hier einfach eine technologische Grenze haben, die wir nur überschreiten müssen mit besserer Technik, sondern dass die Lichtgeschwindigkeit einfach
ein Element unseres Universums ist und es gibt keine Möglichkeit, schneller als dieses zu sein. Das war eigentlich die Kernaussage des Videos. So weil es in unserem Kosmos, in unserem speziellen Universum genau diese Konstante gibt. Das ist vielleicht auch mal Thema. Kosmische Konstanten. Richtig, richtig. An vielen Stellen hinterfragen wir die ja nicht. Ne? Wenn wir zum Beispiel die vier Kräfte uns anschauen, dann sagen wir, gut, das ist jetzt so, das nehmen wir hin. Bei der Lichtgeschwindigkeit, da wollen wir intuitiv sagen, Moment, aber wir müssen doch nur weiter beschleunigen. Aber genau das ist eben nicht möglich. Ja, das ist, wie gesagt, wir hatten es ja im Video drin, diese Frage, gibt es einen Ort nördlich des Nordpols? Nein, denn sobald ich den Nordpol überschreite, gehe ich wieder Richtung Süden. Es gibt keinen Ort nördlich des Nordpols und es gibt auf diese Weise auch keine Geschwindigkeit jenseits der Lichtgeschwindigkeit, nicht in diesem Universum. Das kann in jedem beliebigen anderen Universum anders aussehen. Genau. Front Raptor, wenn ein Vogel... Ja. Entschuldigung. Ich suche die Namen nicht aus. Nee, aber der war gut. Front Raptor. Wenn ein Photon keine Masse hat, warum wird es dann von einem schwarzen Loch angezogen? Und wenn die Photonen frontal auf ein schwarzes Loch zufliegen, können sie dann nicht theoretisch die Geschwindigkeit erhöhen? Nein, nein. Können sie nicht. Lichtgeschwindigkeit ist immer die maximale Geschwindigkeit. Und die zweite Frage war, es wird angezogen. Das ist so, meiner Meinung nach so ein bisschen so ein Fehlbegriff, denn hier sind wir noch im newtonschen Verständnis der Gravitation, da werden Dinge angezogen. Das Photon als Masse los, es wird nicht angezogen, sondern, und hier sind wir bei Einstein, allgemeine Relativitätstheorie, es folgt der Krümmung der Raumzeit. Und die Krümmung der Raumzeit bei einem schwarzen Loch, diesen Trichter, die geht dann plötzlich ganz steil nach unten, das Photon folgt dieser Krümmung und kann dann dem schwarzen Loch nicht mehr entkommen. Das ist also der Grund. Es folgt der gekrümmten Raumzeit nicht, es wird angezogen. Ja. Dann Justin Jens. Was ist mit Tachyonen? Theoretisch sind diese doch schneller als das Licht. Da fällt mir ein Witz zu ein. Sagt der Barkeeper, wir servieren hier nur in Unterlichtgeschwindigkeit. Kommt ein Tachyon in eine Bar? Nicht? Ich finde den super. Tachyonen sind ein mathematisches Konstrukt. Ich kann ja in der Mathematik beliebig ein Vorzeichen dran setzen, wegnehmen. Wenn ich jetzt an bestimmten Stellen einfach Minus dran schreibe, dann habe ich quasi eine Umkehrung, dann kommt ein Tachyon dabei heraus. Ein Teilchen, das muss sich immer mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen, aber das ist pur theoretisch. Die Mehrheit der Physiker ist der Meinung, dass es diese nicht gibt. Wahrscheinlich gibt es sie eben auch nicht, auch wenn sie in Star Trek dann als Tachyonentorpedos oder modifizierte Tachyonentransmitter, ich habe frei erfunden, aber sowas in der Art sagt der Data immer. Genau. Ja, also, nee, Tachyonen sehr, sehr unwahrscheinlich, dass diese existieren. Dann fragen wir noch was. Jetzt wollen wir quasi zu unserem zweiten Thema. Wie schnell ist Zeit? Was wollten wir in einem quasi beantworten? Na bitte. Trottolo Toxic, ich habe mich vor ein paar Tagen einmal gefragt, ob die Gravitation eigentlich eine Geschwindigkeit hat. Wenn zum Beispiel ein Planet oder eine Sonne aus dem Nichts erscheinen würden, wie lange braucht die Gravitation, um uns zu erreichen? Oder würden die Effekte sofort spürbar? Gute Frage und nein, sie würden nicht sofort spürbar, weil diese Gravitationskraft hat eine Geschwindigkeit und raten wir jetzt mal, was für eine Geschwindigkeit das ist. Das ist in der Tat die Lichtgeschwindigkeit. Also Gravitation breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus, führt zu folgendem absurden Phänomen. Wenn die Sonne jetzt verschwinden würde, dann hätten wir noch 8 Minuten 20 Licht, ja, auf der Erde, denn das Licht braucht 8 Minuten 20 von der Sonne bis hierher. Auch wenn die Sonne weg wäre, 8 Minuten 20 wäre es noch hell. Und die Erde würde 8 Minuten 20 lang auch noch genauso ihre Kreisbahn um die Sonne ziehen, weil sie immer noch von dieser angezogen wird. Und nach 8 Minuten 20, als würde man so einen Ball um sich schwenken, den loslassen, rauscht die Erde plötzlich in Richtung interstellarer Raum davon. Generationsraumschiff. Ja, ein dunkles dann. Delfox 666. Ole Romer hat nicht die Lichtgeschwindigkeit gemessen, sondern den Doppler-Effekt. Und dann kommt eine Facebook-Gruppe. Entschuldigung, ich habe nicht auf diese Facebook-Gruppe oder Link da geklickt. Man muss immer vorsichtig sein,
Das gilt für die Kommentare unter den Videos genauso wie für die Videos selber. Nehmt bitte nichts als gegeben hin, informiert euch selber. Ole Römer hat nicht den Doppler-Effekt gemessen. Es tut mir leid. Aber machen wir es ein bisschen komplexer. Ich habe mal was mitgebracht hier. Fangen wir mal an mit dem Doppler-Effekt. Der Doppler-Effekt, den kennen wir, wenn so ein Polizeiwagen an uns vorbeirauscht. Und vielleicht schafft der Christoph das, hier einfach mal so einen coolen Polizeiwagen vorbeifahren zu lassen mit dem typischen Geräusch. Der ist nämlich erst höher, diese Sirene, ja, und dann, wenn er wegfährt von uns, dann wird sie plötzlich tiefer. Und das liegt daran, dass die Schallwellen, wenn der Polizeiwagen auf uns zurast, gestaucht werden. Deswegen wird der Ton der Sirene höher. Und wenn der von uns wegfährt, dann sind die Schallwellen eben, haben den größeren Abstand. Und deswegen hören wir da den tieferen Ton. Das ist der Doppler-Effekt und den gibt es tatsächlich auch bei Licht. Und der ist da auch ganz wichtig. Wir kennen den dort als Blue Shift und als Redshift. Wenn sich also Licht, eine Lichtquelle auf uns zubewegt, dann bleibt die Lichtgeschwindigkeit ja konstant, sagt uns Einstein. Aber gleichzeitig wird die Frequenz eine andere. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel normales, sichtbares Licht hätten, die Lichtquelle bewegt sich auf uns zu, dann wird das Licht immer bläulicher, weil wir näher an diesen ultravioletten Bereich rangehen. Die Frequenz wird kleiner. Habe ich gerade gesagt, kleiner? Ja. Natürlich größer, ne? Die Frequenz schneller. Wird größer, es wird schneller. Genau. Und wenn andersrum sich ein Stern von uns zum Beispiel wegbewegt, dann beobachten wir diesen sogenannten Redshift, dann wird das Licht rötlicher. Und tatsächlich sind nahezu alle Galaxien, die wir beobachten können, mit einem Redshift versehen, weil sie sich eben durch die Ausdehnung des Raums scheinbar von uns wegbewegen und das Licht muss eine immer größere Distanz überwinden, mit Lichtgeschwindigkeit, aber gleichzeitig eben unterliegt es diesem Redshift. Und die Andromeda-Galaxie, die bewegt sich auf uns zu, wir bewegen uns auf Andromeda zu, deswegen sind die Sterne der Andromeda-Galaxie mit einem Blueshift versehen. Ja, das ist nur so erstmal zur Erläuterung. Ole Römer, der hatte keine Möglichkeit, den Redshift oder Blueshift von Licht zu messen. Was der gemessen hat, das war im Grunde genommen nichts anderes als Distanzen. Und zwar, ich versuche das mal ganz einfach zu erklären, das ist eine Originalzeichnung vom Römer her, die ich hier dabei habe. Der guckt also quasi sich den Jupiter an. Wir sind hier. Du musst das höher halten. Ich muss das höher halten. Ja, sehen wir es jetzt? So besser. Wir können das vielleicht auch einmal einblenden, diese Grafik. Na klar. Die haben wir da. Wir sehen hier die Sonne. Die Position H, das ist die Erde. Und dann haben wir hier oben, das ist glaube ich B, das ist der Jupiter. Und es gibt ja diverse Jupitermonde. 4 davon konnte Galileo bereits erstmals entdecken. Einer davon heißt Io, beziehungsweise im Deutschen glaube ich Io. Und dieser Mond, der hat einen regelmäßigen Orbit um den Jupiter. Und an einem bestimmten Punkt tritt er aus dem Jupiterschatten aus. Das nennt man Emergenz. Dann erscheint der da. Und jetzt hat der Römer beobachtet, dass dieser Emergenzpunkt mit den Jahreszeiten wandert. Und gesagt, Moment, wieso tritt denn dieser Mond, der doch diesen regelmäßigen Orbit hat, verspätet aus dem Jupiterschatten? Und der hat jetzt ganz lange, über Jahre hinweg, hat der quasi studiert und hat aufgeschrieben, auf die Sekunde genau, wann erscheint denn plötzlich dieser Mond aus dem Jupiterschatten? Und dann hat er gesagt, Moment, es gibt nur eine Erklärung dafür. Hier, wenn die Erde dem Jupiter am nächsten steht, dann muss ja quasi, sehen Sie es? Ja. Ja. Dann muss ja quasi das Licht eine kürzere Distanz zurücklegen. Also, Mond kommt aus dem Jupiterschatten heraus und in dem Moment beginnen Photonen von der Sonne dort reflektiert zu werden und treten ihre Reise zur Erde an und brauchen eine bestimmte Zeit, x. Aber in einer anderen Jahreszeit ist die Distanz viel größer. Die gleichen Photonen müssen jetzt also eine größere Strecke überwinden und genau das konnte der Römer nachweisen und errechnen. Er sagt, die einzige Erklärung, die ich habe, ist, dass das Licht eine begrenzte Ausbreitungsgeschwindigkeit hat. Und da kam er auf 220.000 Kilometer pro Sekunde. Und das ist beeindruckend nah an den 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das hat er ja quasi mit seinen Beobachtungsmethoden. Ja, die waren ja überhaupt nicht ansatzweise vergleichbar mit dem, was wir heute haben ermittelt. Und später wurde wieder über die Jupitermonde das Ganze präzisiert mit genaueren Beobachtungsmethoden. Hier ging es also einfach um Ermessen von Distanz und nicht um den Doppler-Effekt. Tut mir leid. Gut. Habe ich? Habe ich. Ausführlich. Ja. Fragt gerne Kommentare zum Kommentar, also fragt Fragen zur Frage. Bitte. Genau, wir machen dann einen Comcheck für einen Comcheck.
Hackett by Unum Pentium. Wie schnell bewegt sich ein Lichtstrahl, welcher auf ein schwarzes Loch gerichtet ist? Bremst das Licht ab? Ja, mach mal kurz. Ich habe eben so lange beantwortet. Ein Lichtstrahl bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Gut. Und als letztes machen wir noch, sonst ist die Zeit nämlich vorbei. Das hier. Ja, Mr. Greenschmock. Also, die Namen sind großartig. Also, wenn Zeit eine Geschwindigkeit hat, bleibt eigentlich nur die Frage, wie kann man sie verlangsamen oder beschleunigen? Man kann Zeit nicht beschleunigen, außer, also beispielsweise, wenn wir ein Gravitationsfeld haben, und wir haben eins, das der Erde. Wenn wir jetzt absichtlich dieses Gravitationsfeld verließen und uns zum Beispiel auf einen Lagrange-Punkt begeben, ja, der ist, ne, haben wir auch ein Video zugemacht. Ja. Oh meine Güte. Dann sind wir nicht mehr so stark vom Gravitationsfeld der Erde betroffen. Natürlich ist es da noch wirksam, aber erheblich weniger. Und da würde für uns dann die Zeit schneller vergehen. Und das ist etwas, was wir bei GPS-Satelliten haben, weil die GPS-Satelliten sich auf einer bestimmten Höhe befinden, die habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, muss man die allgemeine Relativitätstheorie heranziehen, um zu errechnen, wie vergeht denn die Zeit anders bei den GPS-Satelliten. Und weil die sich auch noch so schnell bewegen, die sind ja im Orbit, brauche ich die spezielle Relativitätstheorie, um wieder eine Korrektivberechnung zu machen. Und das, was dabei dann rauskommt, das ist der Wert, um den die Uhren in den GPS-Satelliten korrigiert werden müssen, denn es ist für uns essentiell wichtig, dass die synchron mit unserer Zeit laufen. Und deswegen brauchen wir die allgemeine und die spezielle Relativitätstheorie, um GPS-Satelliten zu korrigieren. Was war die Frage? Ob man die Zeit beschleunigen oder verlangsamen kann. Ach so, ja. Kann man die Zeit verlangsamen? Klar, spezielle Relativitätstheorie in dem Moment, wo ich das Beispiel kennt jeder, wir sagen es nur mal deswegen ganz kurz. Ich stecke jemanden in ein Raumschiff, beschleunige das Raumschiff auf 60% der Lichtgeschwindigkeit, dann vergeht die Zeit plötzlich langsamer, nur noch mit dem Faktor von 0,8. Ich lasse diesen Menschen in dem Raumschiff jetzt 10 Jahre durchs All düsen, der kommt wieder hier an, dann ist der 8 Jahre gealtert und wir 10. Dann haben wir effektiv die Zeit ja für diese Person verlangsamt. Obwohl die Person im Raumschiff die gleiche Zeit wahrnimmt, wie wir auch. Und die Uhr geht genauso, selbst wenn der eine Atomuhr mitbringt, passiert das genauso. Und dann fragen wir uns, wie geht denn das? Nicht paradox, müsste der dann nicht eine andere Strecke geflogen sein, als die, die wir beobachtet haben? Ja, hat er, weil in seiner Bewegungsrichtung der Kosmos verkürzt ist, klar. So, und je schneller ich dieses Raumschiff beschleunigen kann, je höher ich die Geschwindigkeit ist, die ich erreiche, desto größer wird dieser Faktor, der Gamma-Faktor. Und wenn ich dann irgendwann nah an die Lichtgeschwindigkeit rankomme, dann wäre es theoretisch möglich, in wenigen Tagen die Milchstraße zu durchqueren. Während für uns natürlich, aus unserer Perspektive, dieser Prozess, wie lange dauern würde? 100.000 Jahre, denn so lange bräuchte man, um die Milchstraße einmal zu durchqueren. Gut. Da haben wir nicht noch eine? Da ist schon noch eine. Komm. Komm, ja, die Katzenfrage. Die Zeit läuft ab. Ach komm. Max Ramlau, kleine Frage zum Katzenbeispiel. Die Katze bewegt sich dennoch im Raum, da sie sich ja auf der Erde befindet und damit Teil der Erdumlaufbahn. Der Umlaufbahn unseres Sonnensystems schließlich und der ganzen Galaxie ist, oder? Richtig, absolut. Wenn wir sagen, die Katze bewegt sich nicht, ist das mehr so eine Veranschaulichung. Natürlich bewegt sich alles die ganze Zeit. Es gibt im Grunde genommen keinen Punkt, den wir definieren können, wo Stillstand herrscht. Alles ist immer relativ in Bewegung zu etwas anderem. Richtig. Und das ist der Knackpunkt. Beziehung zwischen zwei Dingen beschreiben Bewegung. Genau. Und nicht. Gut. Letzte? Gravitation? Ach nee, komm. Gravitation? Oder sind wir durch? Sind wir durch? Wir sind durch. Tut mir leid, Horst. Nach 20 Minuten bricht die Aufzeichnung ab, also verabschieden wir uns jetzt. Das liegt an der billigen Kamera. Das liegt nicht an der billigen Kamera, das liegt an den deutschen Zollvorschriften. Bitte was? Ja. Okay, gut, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Das erklärt mir der Christoph gleich. Wir wünschen euch sonnige Spätsommertage und in diesem Sinne 42. Genau. Let it go and tell me why.